Die VO2 Max kennt man, da hat man als Trainer und von der Ausbildung her ziemlich viel Ahnung. Die Laktatbildungsrate, muss ich ganz ehrlich sagen, die gibt es, seit ich Inside kenne. Also man weiß natürlich, es gibt steile Laktatkurven und flache Laktatkurven, aber wie der gesamte Zusammenhang ist und wie sich das auch beim Profiling, beim Wattprofiling widerspiegelt, das ist diese spannende Zahl der Laktatbildungsrate. Das ist für mich der Inside-Wert.